Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbara Trababa. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbara Trababa erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald ihre Barbababaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren ab und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast muss Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbara Trababa. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbara Trababa erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald ihre Barbababaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren ab und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast muss sympathischer als Barbara. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart am Start. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Jetzt besuchte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop, er war zwar ein bisschen Kalabertkopf, aber der Barbescher als Barbarbar. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart am Start. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop, er war zwar ein bisschen Kalabertkopf, aber der alle einen struppigen Barbarenbart am Start. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop, er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total gekocht. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in ihrer Barbarbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Barbarbarbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu war jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei. Ja, davon sogar ganz harte Männer Naba. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Der Bart war ein fürchterlicher Laberkopf, aber 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 der Bart war danach total gekocht. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Polizei. Ja, wo wart denn ihr drei Barbaren und der Bartbarbier?